Manchester City im Etihad, im eigenen Stadion gegen Hull City. Die letzten Wochen waren schwierig für die Citizens, aber sie haben sich wieder gefangen und heute soll es genauso gegen die Tigers weitergehen. Und das vor heimischem Publikum kann doch eigentlich nur gut gehen, oder nicht? Das Wetter wunderbar, die Fans in absoluter euphorischer Stimmung und die Tigers zuletzt mit nicht den allerbesten Ergebnissen wollten jedoch heute die Sky Blues selbstverständlich vor heimischem Publikum ärgern, denn was gäbe es Schöneres als die Titelchancen eines Vereins wie Manchester City zu machen bzw. sehr stark zu relativieren. Ein Sieg war fast schon Pflicht, allerdings war die Elf, die MGT auf den Platz bringen sollte, nicht unbedingt dementsprechend, denn man hatte so einige Probleme. Momentan ein Punkt Rückstand hinter Manchester United. Zwei Tore trennen das Team von MGT noch von dem von José Mourinho und auch zwei Tore sind es zwischen ihm und Mauricio Pochettino von den Tottenham Hotspur. Also eine ganz wichtige Partie. Jack Livermore, einer der Spieler, der selbstverständlich verhindern wollte, dass City Erfolg hatte. Rulli Zabaleta, Company Fan Dinho Bernat in der Verteidigung, davor Busquets, Kovalenko und Yaya Touré, vorne ja Carrasco zusammen mit Iheanacho, Nacho, der ja zuletzt so selten traf, und auf der Außenbahn Nummer 2 dann Nolito. Besonders bemerkenswert selbstverständlich Fernandinho, der Brasilianer, aushilfsmäßig in der Innenverteidigung, hat das noch nie gespielt, aber es gibt ja bekanntlich für alles ein erstes Mal und wenn er da aushelfen muss, dann wird er da wohl auch irgendwie recht glücklich sein, überhaupt mal wieder in der Startelf von MGT zu stehen. Auf der anderen Seite bei Hull City im Tor Marshall, davor Odubayo, Dawson, Maguire und Lenehan, Livermore, El Mohamadi, Myler, Mason, Cluckes und vorne in der Sturmspitze Diomerci Mbokani, der im Vorfeld gesagt hat, es gäbe für mich nichts Schöneres, als die City-Fans zu enttäuschen mit einem Doppelpack. Mal sehen, ob dem Kongolesen das gelingen sollte in der heutigen Partie. Marshall schwört hier seine Mannschaft nochmal an, der schottische Nationalkeeper, und Dawson, der Kapitän der Hull City-Spieler, macht sein Team bereit für die Anfangsphase, in der City ja immer relativ schlecht dasteht und einige Chancen zulässt. Und auch heute sollte das zunächst mal nicht groß anders werden. Das ist Mbokani, das ist Livermore. Der erobert den Ball gegen Kovalenko, Doppelpass mit Ryan Mason und der Ball gegen den Pfosten. Das war die erste richtig dicke Chance. Johnny Morulli ist im Nachsetzen da. 10 Minuten durch und City mal wieder fast im Hintertreffen aufgrund eines dämlichen Fehlers vor der eigenen Abwehrreihe. Und halt City sah jetzt, okay, wir können hier einiges bewegen. Hey, Mohamadi, der Ägypter, außen gegen Fernandinho, der da rausgerückt war aus der Innenverteidigung. Die Flanke in die Mitte, aber Rulli ist da, fängt das Ganze ab und es geht in die andere Richtung über Kovalenko. Die versuchen hier den Konter schnell zu spielen. Sergio Busquets auf Yaya Touré, der Ivora auf Kovalenko. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus als zuvor. Kelechi Iheanacho mit dem Tempovorteil gegen Odubayo macht das klasse, zieht zurück. Starker linker Fuß und starke Parade von Marshall im Kasten der Tigers. Die anschließende Ecke. Carrasco bringt den Ball in die Mitte. Da steht Vincent Kompany, der kommt aber nicht ganz ran. Trotzdem war City jetzt nach 20 Minuten das erste Mal so wirklich in einer Phase, wo sie öfter gefährlich vor das Tor der Tigers kam. Maguire mit dem Ballverlust gegen Carrasco, die Flanke abgefälscht, aber es gibt den nächsten Eckball. Sie pushten sich jetzt nach vorne und sie hatten ihre Gelegenheiten. Die Ecke wieder reingebracht, nur Lito. Keiner kommt so wirklich zum Kopfball hin. Das Ganze dann schlussendlich geklärt, aber so klärt man keinen Ball aus der eigenen Defensive. Ganz, ganz nervös, ganz, ganz schwach davon Harry Maguire. Der anschließende Einwurf für die Citizens, das ist Nolito. Die Flanke auf Raheem Sterling, der trifft ja so selten in letzter Zeit und auch hier bleibt ihm sein Treffer wieder verwehrt. Bisher nur ein Saisontor für den jungen Nigerianer. Es soll einfach nicht so wirklich sein bei ihm. Er hat die Chancen, er macht meistens alles richtig, aber irgendwie will der Ball einfach nicht in den Kasten hinein. Zuletzt so sicher als Joker in den vergangenen Saisons und die Saison bisher noch so abschlussschwach, auch in der nächsten Situation wieder den Ball übers Tor gezimmert. Die Nummer 72 der Citizens hätte alleine hier eine 2-0-Führung rausschießen können. So stand es zur Halbzeit 0-0. Die Fans wurden langsam unruhig. Nolito mit einer ganz schwachen ersten Halbzeit, abgesehen von der Torschussvorlage für Iheanacho, bisher mit 0 Schüssen. In der zweiten Halbzeit musste sich also noch was ändern und das tat es. Das ist wieder Kelechi Iheanacho. Der geht über die Außenbahn, beziehungsweise in die Mitte. Auf der Außenbahn ist Nolito. Der Pfosten rettet Iheanacho. Marshall rettet Iheanacho. Jetzt ist der Ball im Tor. 1-0 für Manchester City. Die Führung für die Sky Blues und ausgerechnet Iheanacho ist derjenige, der in der 50. Spielminute die Citizens erlöst. Das war ein wunderbar vorgetragener Angriff. Iheanacho leitet das Ganze selber ein, zieht da in die Mitte und wir müssen nochmal auf Nolito achten. Wie gesagt, schlechte erste Halbzeit und auch hier wieder im Pech auf dem starken rechten Fuß gelegt und dann Iheanacho fast noch im Pech, weil Marshall mit einem Weltklasse-Reflex kommt, aber den letzten Ball, den Stocher dann doch noch irgendwie über die Linie und wir sehen hier, was für eine Last vom jungen Nigerianer abfällt. Führungstreffer also für Manchester City und die mussten jetzt natürlich weiter
weitermachen, denn das genügte ihnen noch nicht. Die Sicherheit war noch nicht gegeben und oft und zu oft vor allem hatte man schon dumme Gegentore in der Schlussphase kassiert. Ball auf Yannick Carrasco, der zieht in die Mitte. Schöner angedrehter Versuch, aber doch deutlich über den Kasten von Marshall hinweg. Auf der anderen Seite, ja, kam halt City gar nicht mehr gefährlich vor den gegnerischen Kasten und City hatte Platz zum Kontern. Carrasco viel, viel schneller als Dawson, der auffälligste Spieler in der zweiten Hälfte. Der Abschluss auf 11 Metern und Marshall hält ihn tatsächlich. Normalerweise muss das 2:0 sein, das weiß er auch selber. Touré nochmal, das Ganze scheint schon geklärt, aber sie machen selber nochmal scharf. Der Ball zurück in die Mitte und Nolito und nochmal fast Iheanacho, der den Ball kommt. Dawson kann dann letztendlich die Situation entschärfen. Trotzdem war City hier komplett ungefährdet nach den ersten 10 Minuten. Die letzte Aktion dann aber nochmal über die Tigers. Der Ball nach vorne, Maguire, der Außenverteidiger, aber Zabaleta, der alte Mann, sprintet nochmal mit zurück, mobilisiert alle seine Kräfte, wehrt den Ball ab und dann ist Feierabend im Etihad. Manchester City gewinnt mit 1:0. Knapp, aber in gewisser Weise von den Spielanteilen her doch deutlich gegen Hull City. Und schließt wieder auf zu seinen direkten Konkurrenten. Kelechi Iheanacho ist der Mann des Tages mit seinem Tor in der 50. Minute. Er bricht seinen Bann. Und jetzt muss es hoffentlich für die Citizens genauso weitergehen, wenn man oben bleiben will. Und wenn man oben dran bleiben will. Für Hull City lief das Ganze nicht gut. Teuer verkauft, billig geschlagen. 0:1 Niederlage für die Tigers im Etihad. Manchester City zu Gast beim FC Southampton. Eine Partie, die das Land elektrisierte, denn City brauchte dringend einen Sieg, um wieder an die Tabellenspitze zu gelangen. Momentan sieht es da nicht so gut aus für die Sky Blues und ihren deutschen Trainer. MGT hatten in den letzten Wochen einfach zu viele Patzer in ihrem Spiel gehabt, zu viele unnötige Niederlagen kassiert, gegen beispielsweise Swansea, gegen Bournemouth nur unentschieden, gegen Chelsea mit einem unglücklichen Gegentor durch den einzigen Schuss der Blues auch nur einen Punkt bzw. zwei Punkte verschenkt in gewisser Weise gegen Hull City zuletzt, aber mit einem Sieg. Und heute im St. Mary's sollte das Ganze gegen Southampton, einen sehr unangenehm zu bespielenden Gegner, genauso wieder funktionieren. Wir sehen es hier, 32 Spiele. United hatte gepatzt, 2 Spiele Rückstand mittlerweile, aber Tottenham weiterhin ein Tor vor Manchester City. Dementsprechend musste man sich reinhängen. Und ein ehemaliger Spur, Ryan Bertrand, wollte selbstverständlich verhindern, dass MGT und seiner Truppe das hier gelingen sollte. Wir schauen auf die Aufstellung, die sah deutlich besser aus im Vergleich zur Vorwoche. Zunächst einmal Southampton, Forster, Cedric, Gados, Van Dijk, Bertrand, Romeo, Ward-Prowse, Klasi, Stocker, Sieger und Charlie Austin in der Sturmspitze. Der ehemalige Queen's Park Ranger, der auch heute wieder einen großen Verein ärgern sollte oder wollte, sagen wir es mal besser so. Man muss dazu sagen, Southampton in den vergangenen Jahren immer wieder mit Überraschungssiegen und Überraschungspunktgewinnen gegen die großen Eliten des englischen Fußballsports. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, stand heute wieder eine bessere Elf als zuletzt, unter anderem mit Top-Besetzung in der Defensive. Wir schauen drauf. Im Tor Gerani Moroli, davor Kimmich, Boateng, Jimenez und Bernard Busquets, Carrasco, Sterling, De Bruyne, Aguero und Kelechi Iheanacho, der zuletzt sein zweites Saisontor erzielt hat und den Siegtreffer gebracht hatte gegen Hull City für die Citizens. Dementsprechend wieder die Raute im Mittelfeld. Mittlerweile mag's MGT da ab und zu mal zu variieren zwischen dem 4-3-3 mit den Flügeln und der Raute im Mittelfeld mit den beiden Spitzen. Iheanacho hatte sich seinen Startplatz verdient und wir springen rein in die Partie und es ging gleich mal wieder relativ schlecht los für City, denn ja, Southampton im Ballbesitz, wir wissen, die Anfangsphase ist immer der Knackpunkt bei den Citizens, aber hier die Balleroberung durch Yannick Ferreira Carrasco, vielleicht doch das Ganze mal umgekehrt und ein direkter Angriff auf Seiten der Citizens. Das ist der Belgier, der über die linke Außenbahn geht, zieht in die Mitte, spielt nicht ab, macht das Ganze ein bisschen egoistisch, aber schöner Versuch, erster Torschuss der Partie, das geht noch ein bisschen präziser, aber das war zumindest mal ein guter Auftakt für die Citizens in diese Partie und sie machten genauso sehr gut weiter und spielten extrem stark in der Offensive. Der Ball von De Bruyne auf Kelechi Iheanacho, der Linksfuß versucht es einfach mal, Fraser Forster ist da, wehrt diesen Ball ab, aber es sah sehr gut aus für die Citizens. Dann kam Southampton gezwungenermaßen, irgendwann mussten sie ja mal, das erste Mal nach vorne, das wurde allerdings dummerweise für die Citizens auch direkt wieder richtig gefährlich, Charlie Austin nicht richtig gedeckt und dann wartet er auf James Ward-Prowse im Rückraum, das Ding deutlich über den Kasten gezimmert, aber man sah, theoretisch hatte Southampton die Fähigkeit nach vorne zu spielen und dann so ein Patzer hier in der Situation von Gerani Moroli, Stocker im Zusammenspiel mit Sieger, die Flanke in die Mitte und da steht Charlie Austin, Klassikkopfball, bessere Parade von Rulli, der seinen Fehler wieder gut macht. Das war definitiv nicht ein einfach zu haltender Ball.
Allerdings der Argentinier, der ja von Sociedad zurückgeholt worden war, war vorher ausgeliehen. Zur Stelle und entschärft die Situation, hält City das 0:0 fest und die versuchten in der Offensive weiter alles, um hier in Führung zu gehen. Raheem Sterling auf der linken Außenbahn, der schnelle Engländer, nicht der Beste im Abschluss, aber die Flanke ist nicht schlecht. Iheanacho ist da, köpft den Ball am Tor vorbei, 42 Minuten durch. Sterling holte sich im Nachgang noch die gelbe Karte ab für ein Foul, das er vorher begangen hatte, aber es sah recht gut aus für die Citizens. Kurz vor der Halbzeit nochmal Yannick Carrasco, Agüero und so viel Platz. Darf man einen Kelechi Iheanacho doch wohl nicht lassen? Oder doch? Nein, natürlich nicht. 1:0, 45. Minute. Zuletzt das zweite Tor gegen Hull City. Er hat so viel gelitten in dieser Saison, so viele Chancen liegen lassen. Und jetzt zwei Tore hintereinander. Das wird ihm sehr, sehr gut tun, Agüero mit der Übersicht. Und das ist einfach viel zu viel Platz. Cedric ist nicht da. Fraser Forster chancenlos. Das Ding genau in den Winkel gezirkelt. Wir sehen es hier nochmal vom jungen Nigerianer, der sein drittes Saisontor erzielt und City so auf die Siegerstraße bringt. Bis zur Halbzeit passierte nichts mehr. Virgil van Dijk und sein Team waren natürlich nicht so zufrieden wie die Citizens-Fans, die wir da gerade gesehen haben. Im zweiten Durchgang wollten sie nochmal was ändern, aber City war weiterhin das einzige Team, das nach vorne spielte. Sergio Agüero im Zusammenspiel mit Kevin De Bruyne, der ein belebendes Element war in der Offensive der Citizens. Agüero hier vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Der Pass auf De Bruyne wäre besser gewesen. Aber es gibt dennoch den anschließenden Eckball von Carrasco in die Mitte gebracht. Busquets ist da, keiner kommt so wirklich hin. Das Ganze aber noch nicht vorbei. Kimmich macht es nochmal scharf und im Endeffekt dauert es ein bisschen, aber die Citizens kommen wieder nach vorne. Wieder De Bruyne, Iheanacho, das ist Agüero. Agüero macht das richtig gut gegen Van Dijk und dann ist es ausgerendet. Iheanacho, der im Weg steht und er steht im Abseits und dementsprechend gibt es diesen Ball weder aufs Tor noch eine weitere Chance. Allerdings denkt sich Fraser Forster, heute ist Fair Play Day. Wir spielen den Ball doch direkt einfach mal zurück zu den Citizens. Wieder Sergio Agüero und der versucht es richtig schlitzohrig. Uiuiui, das Ding war richtig gefährlich. Fraser Forster wäre da wohl nicht mehr rangekommen, weil der Ball klatscht an den Pfosten und geht am Tor vorbei. Der Argentinier also nicht mit seinem nächsten Treffer. Der momentan Führende der Premier League Torschützenliste klatscht hier mit seinem Versuch gegen den Pfosten. Aber trotzdem war City in der Offensive das einzige aktive Team. Von Southampton kam nichts. Yannick Carrasco auf der Außenbahn macht das gut. Aber die Flanke ist ausbaufähig. Der anschließende Eckball ausgeführt von selbstverständlich Carrasco. Der Kopfball kommt nicht zustande und im Endeffekt dann artistisch geklärt von Valentin Stocker. Allerdings machte City genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Wieder Carrasco auf der rechten Außenbahn. Agüero hat den Ball in der Mitte und das Lattenkreuz verhindert seinen Treffer. Erst auf der einen Seite das Lattenkreuz, jetzt auf der anderen Seite die äußere Torumrandung. Sehr, sehr bitter für den Argentinier. Allerdings, der bekam noch seine Chance, denn hier dicke Kontermöglichkeit für City, nachdem Southampton aufgerückt war. Kelechi Iheanacho geschickt von Agüero. Was macht er denn hier? Ganz schwacher Ball auf De Bruyne. Szene geklärt oder auch nicht. Agüero ist da, 2:0. Wir sind in der 85. Spielminute und die Citizens entscheiden diese Partie. Wunderbar ausgespielter Konter, auch wenn mit einem kleinen Manko, denn normalerweise sollte dieser Ball von Kelechi Iheanacho niemals ankommen. Mit dem schwachen rechten Fuß gespielt, das sollte keine Ausrede sein, aber es ging ja alles gut. De Bruyne, klasse Einsatz und Übersicht. Und Agüero steht halt da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Und noch war die Partie immer noch nicht vorbei, denn City hatte weitere Gelegenheiten. Wieder Sergio Agüero, der den Ball da erobert und nochmal ablegt auf Kelechi Iheanacho, Unterkante der Latte. Und im Endeffekt kann Southampton dann gegen Kevin De Bruyne klären. Allerdings war es auch die letzte Aktion der Partie. 2:0 Auswärtssieg im St. Mary's Stadium. Unangenehmer Gegner war Southampton in diesen Tagen definitiv nicht. In dieser Form werden sie auch im nächsten Spiel, im Halbfinale des FA Cups, kein großer Gegner für die Citizens werden. Die aber natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis sind, denn so kann man zumindest ansatzweise wieder an Tottenham rankommen. Wir werden die Tabelle in den nächsten Wochen beobachten. Hat Southampton vielleicht gepatzt? Die sind erst noch dran und zwar am Montagabend. Aber es sieht gut aus für City. Ryan Bertrand konnte seine Aufgabe nicht erfüllen und im Endeffekt verliert Southampton, verlieren die Saints mit 0:2 zu Hause gegen Manchester City. So schnell kann man sich wiedersehen. Emirates FA Cup Halbfinale im Wembley Stadium in London. Der FC Southampton gegen Manchester City. Erst vor einigen Tagen hat es dieses Duell in der Liga gegeben. Damals hatte City 2:0 gegen Southampton gewonnen im St. Mary's Stadium. Die Saints waren da also nicht vom Glück gesegnet. Heute sollte das in ihren Augen wieder anders laufen. Beide hatten sich mit einem 2:1 gegen ihren Kontrahenten durchgesetzt. Southampton gegen West Bromwich Albion und Manchester City gegen Stoke City. Und jetzt im Halbfinale war natürlich gerade für den Meisterschaftsanwärter Manchester City ein Sieg Pflicht, um ins Finale gegen Manchester United oder den FC Liverpool einzuziehen. United ja noch direkter Titelkonkurrent, Liverpool mit einer ganz, ganz schlechten Saison, momentan nur im Abstiegskampf zu finden. Und City wollte natürlich mit seinem deutschen Trainer
es besser machen als das Liverpool'sche Pendant Jürgen Klopp und wollte sowohl im Meisterschaftsrennen aktiv sein, als auch noch die Chance auf den wichtigsten Vereinspokal in England haben. Southampton mit Forster, Cedric, Gardos, Van Dijk, Bertrand, Romeo, Ward-Prowse, Klaasie, Stocker, Sieger und Charlie Austin. Unveränderte Elf im Vergleich zur letzten Partie. Lediglich die Ausrichtung war ein bisschen offensiver. Ward-Prowse und Klaasie wurde im Vergleich zu Romeo noch ein bisschen weiter vorgezogen als zuletzt. Denn man konnte City, abgesehen von der Anfangsphase, gar nicht unter Druck setzen. Und das wollte man heute natürlich ändern, denn nur ein Sieg zählte. Ein Unentschieden gab es nicht. Und das war auch MGT bewusst. Und auch er stellte seine Mannschaft noch ein bisschen offensiver auf als in der vergangenen Woche. Zwar das gleiche Personal, die taktische Ausrichtung auch ein bisschen verändert. Rulli, Kimmich, Boateng, Jimenez, Bernat unverändert, Busquets, Carrasco, Sterling, De Bruyne, Aguero und der zuletzt so erfolgreiche Nigerianer Kelechi Iheanacho. Wir sehen es in der Grafik, Sterling und Carrasco sind schon eher auf einer Linie mit De Bruyne, dementsprechend eher ein 4-1-3-2 als ein 4-1-2-1-2. Aber was sollen wir über Taktik reden? Wir müssen aufs Spiel schauen und das wird auf jeden Fall unterhaltsam. Das kann ich an dieser Stelle bereits schon mal garantieren. Sowohl Kevin De Bruyne als auch Fraser Forster pushten ihre Teams nach vorne. Es war auf jeden Fall eine interessante Ausgangssituation. Schiedsrichter Lee Probert pfiff die Partie an und Manchester City, die zuletzt in der Anfangsphase immer so schwach waren, hatten zuletzt gegen Southampton die erste Chance der Partie. Und auch in diesem Spiel sollte es die erste Chance auf ihrer Seite geben. Direkt nach dem Anstoß der Ball raus auf Raheem Sterling, der mit einem schönen Seitenwechsel auf Yannick Carrasco, nein, von Carrasco zu Sterling, Entschuldigung, falsche Seite, die Flanke kommt trotzdem, hier, Nacho ist da, 1-0, nicht mal eine Minute gespielt und Manchester City führte schon wieder gegen den FC Southampton und durch wen? Natürlich durch Mr. Zuverlässig der letzten Wochen, Kelechi Iheanacho. Er hatte so lange nicht getroffen, dann gegen Hull City erfolgreich, im direkt nächsten Spiel noch ein Treffer, 2 in Folge und das motiviert anscheinend richtig, denn dieser Kopfball, ja, der ist nicht einfach gegen die Innenverteidigung von Southampton. Es stand aber 1-0 und Southampton musste zurückkommen über Sieger auf der Außenbahn und das wurde direkt gefährlich vor dem Kasten der Citizens. Der Ball in den Rückraum gespielt und da steht Valentin Stocker, Unterkante der Latte. Charlie Austin mit dem Seitfallzieher knapp am Tor vorbei. Ja, die Saints waren hier auch wieder nicht vom Glück gesegnet und es stand weiterhin 1-0, aber eigentlich war auch City die deutlich dominante Partie. Es entwickelte sich ein bisschen Mittelfeldgeplänkel, denn auch wenn City deutlich mehr Ballbesitz hatte, Chancen gab es nicht so wirklich. Die Präzision fehlte im Spiel, hier Raheem Sterling mit dem schlechten Pass auf Kevin De Bruyne, aber wir sehen schon, die Saints, die wollten gar nicht richtig nach vorne. Die spielten eigentlich nur hinten rum und so kannst du gegen Manchester City selbstverständlich nicht gewinnen, nicht mal im Blumentopf und schon gar nicht den Einzug ins FA Cup Finale. Allerdings war ja noch nicht aller Tage Abend. Wir waren erst in der 37. Spielminute und City spielte nach vorne. Früher oder später würden sich dadurch Räume ergeben für Southampton. Das ist Juan Bernat auf Busquets, Aguero. Der sieht nicht gut aus. Der ist aber gut. 2-0, 41. Minute. Sergio Kun Aguero mit der Verdopplung der Führung für Manchester City. Und wie dieses Tor gefallen ist, ja, das ist fast schon ein Wunder. Eigentlich nicht gefährlich. Nicht ersichtlich, warum das Ding so unhaltbar für Fraser Forster ist, aber es fliegt halt einfach rein, vielleicht mit ein bisschen Filet-Fee von Sergio Aguero. Damit die gleichen Torschützen wie zuletzt im St. Mary's. Und City machte direkt weiter und wollte das 3-0, damit die Entscheidung vor der Pause. Iheanacho mit der nächsten Chance. Warum legt er sich da auf rechts und nicht auf den starken linken Fuß? Man weiß es nicht, so Fraser Forster im Glück, dass er hier nicht eingreifen muss und der Ball abgefälscht zur Ecke abgewehrt wird. Die Ecke kommt rein, Iheanacho, nochmal Kevin De Bruyne und wieder Iheanacho mit dem Kopfball. Der war richtig gut drauf, der ackerte viel und der hatte einige Gelegenheiten bis zu diesem Zeitpunkt. Aber nur ein 2-0 für Manchester City und damit ging es dann auch in die Halbzeit. Selbstverständlich die Saints und ihre Fans nicht zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft und das vollkommen zu Recht, denn bisher hatte nur City, abgesehen von dieser einen Chance von Valentin Stocker und Charlie Austin, in der Offensive stattgefunden und von den Saints war defensiv einfach, ja, zu wenig zu sehen, genauso wie offensiv. Sie waren nicht wirklich präsent in der Partie, man hatte das Gefühl, dass City mit ein paar Leuten mehr auf dem Platz waren, denn der Ballbesitz war eindeutig und in der zweiten Halbzeit änderte sich auch zunächst wieder nicht sonderlich viel daran. In den letzten Wochen und Monaten war City immer wieder mal eingebrochen, in diesem Spiel nicht, zweimal der gleiche Trick von Aguero gegen Van Dijk und Fraser Forster bewahrte seine Mannschaft hier vor dem 0-3 und wahrscheinlich dem Knockout-Blow, die anschließende Ecke. Jerome Boateng mit dem Kopfball zuletzt gegen Chelsea hatte er getroffen, hier nicht erfolgreich, aber sie hatten weiterhin Chancen. Yannick Carrasco auf der Außenbahn, Virgil van Dijk, das ist eine gelbe Karte, das ist ein Foul. Allerdings war es in gewisser Weise auch ein Weckruf für seine Teamkollegen, den der Innenverteidiger hier startete, denn plötzlich fanden die Saints in der Offensive statt. Klaasie mit dem Ball in die Spitze, da steht Valentin Stocker nicht wirklich bewacht von Jimenez, 1-2 nur noch aus Sicht der Saints. Das war richtig gut gemacht vom ehemaligen Herr Tana und es war der Anschlusstreffer. Da ist zu wenig Gegnerdruck
und im Endeffekt hat er dann in der Mitte alle Freiheiten im 16er. Jimenez ist zu langsam, Rulli kommt da nicht mehr hin und es steht plötzlich nur noch 1-2. Jetzt hatten die Saints Blut geleckt, wollten nach vorne. Charlie Austin, der hier ein bisschen zu lange den Ball hält, allerdings am Ball bleibt, dann die Flanke in die Mitte. Der Kopfball ist da, allerdings kann er letztendlich geklärt von Jerome Boateng. Und es gab die Kontergelegenheit und die wollte City selbstverständlich nutzen. Allerdings zunächst einmal kamen wieder die Saints an den Ball, spielten nochmal nach vorne über Klasi, Austin und nochmal die Konterchance für City. Vielleicht diesmal besser genutzt, De Bruyne. Und da ist doch Platz für Aguero, der ist schneller als Florin Gardos. Wieder der gleiche Trick, der Ball diesmal auf die Außenbahn aus Raheem Sterling und der geht wieder zurück. Das sah alles sehr gut aus, die Flanke, Iheanacho kommt nicht dran, Sergio Busquets, Aguero mit dem Schussversuch und Fraser Forster wehrt letztendlich diesen langwierenden Angriff ab. Eine lange Ballbesitzphase von Manchester City, die letztendlich nicht in einem Tor resultierte, aber sie hatten die Gelegenheiten. Tommy Abraham mittlerweile eingewechselt, noch kein Tor gemacht. Für die Citizens aber in der Situation muss er es doch eigentlich machen, die Entscheidung. Nein, Florin Gardos rutscht noch dazwischen und irritiert den jungen Engländer. Fraser Forster kann letztendlich abwehren und dementsprechend kein Tor für die Citizens, die aber direkt wieder den Ball gewannen und wieder nach vorne spielten und das machten sie richtig gut. Konterfußball, das hat MGT den Sky Blues beigebracht. Kevin De Bruyne macht es erstmal alleine, dann der Hackenpass auf Abraham. Das war wieder richtig stark gemacht von De Bruyne. Fraser Forster nicht sicher und Abraham mit dem Ball über den Kasten hinweg. Es sah so aus, als ob City hier normalerweise 4-1 führen müsste und in der 90. Minute dann die dickste aller Konterchancen. Aguero alleine vor Forster, er will querlegen, er ist zu uneigennützig, De Bruyne war mitgelaufen, aber so nicht das 3-1. Pustekuchen, trotzdem egal, der Manchester City hatte die letzte Aktion der Partie und das letzte Wort dieser Partie. Sie ziehen ein ins Pokalfinale um den Emirates FA Cup. Nicht nur, dass sie in der Liga noch Chancen auf die Meisterschaft haben, in der ersten Saison von MGT in England haben sie direkt auch noch die Chance auf das Double. Das wäre doch absolut genial, absolut herrlich, wenn sie das bewerkstelligen sollten. Die gleichen Torschützen wie zuletzt. Die Saints bekamen Aguero und Iheanacho nicht in den Griff, konnten offensiv zu wenig machen, trotz des Tores von Stocker und sind damit im Halbfinale ausgeschieden. Und damit kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Halbfinale des FA Cups haben wir für uns entschieden. Wir stehen im Finale, hatten in dieser Episode 3 Spiele und damit schließen wir auch diese Episode ab. Es war heute mal ein bisschen anders. Es war gestrickt auf die komplette Sportshow-Art und Weise mit 3 Spielen hintereinander, mit 3 Highlight-Shows hintereinander und ich hoffe, euch hat das gefallen. Alles nachkommentiert, wenn es der Fall sein sollte, dass es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken für IG World und so weiter und so fort. Macht das, ich würde mich tierisch über freuen und wir, würde ich sagen, sehen uns einfach beim nächsten Video wieder, beziehungsweise bei der nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Dann gegen West Bromwich Albion, Middlesbrough und selbstverständlich Crystal Palace. Und dann sind auch noch 2 Spiele gegen Watford und Leicester City. Ich bin gespannt auf Saisonfinale. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.